konnten das Transportschiff identifizieren. Kabelleger Marquis. Registriert auf die Brittanycom, Heimathafen Hongkong. Wir stellten Kontakt zu einem kleinen Verbrecherboss und Informationshändler namens Taipan her. Er will uns mehr über die Marquis und Windjammer Logistics erzählen. Dem Unternehmen, das die Fracht aufgab. Ja, genau. Das hatten wir beim letzten Mal gemacht, wo alles so reibungslos lief, dass es schon zu reibungslos lief. So, jetzt muss ich mir nur noch genau überlegen, wen ich da jetzt genau hinschicke. Weil ich glaube nicht, dass das so schön ist, wie wir alle dachten. Das Problem ist, Plünderer kann ich schon mal nicht mehr ausrüsten, ne? Ja, die ist vor Ort. Xerxes, Wanderer und Deadpan, die sind alle hier. Die werden da hingehen. Das wird eine gute Sache sein. Und da ich wahrscheinlich, Panzerungswert 7. Nur eine Mac 10? Oh Gott. Dann nehme ich ja lieber Katze. Bonusverfahren bei Aufspürungsmission, bei Mission. Schnelleres Nachladen. Das kann auch nicht schaden. Mehr Schaden. Eine Katze macht immer Blutungsschaden. Okay, Katze kommt auf jeden Fall mit. Deadpan kommt auf jeden Fall mit. Der macht so ein bisschen eine defensive Rolle. So, und Xerxes kommt auch mit, der ist nämlich super. Man kann Schalldämpfer einen Revolver packen. So, er braucht hier noch irgendwas Schnelles. Eine Gasgranate und eine Blendgranate. Also so ein bisschen Supporter-Style. Ja gut, dann bekommt er noch eine Pumpgun. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich verdrück mich hier andauernd. Also gut, die drei werden es sein. Deadpan, Xerxes. Und Katze. Was haben wir hier noch? SAS und Mossad.
Lappen, Katze und Xerxes. So, dann kann sie logischerweise da weg. Was haben wir hier? Oh! Da können wir mal eine Operation stören. Da ist nichts. Hinterhalt. Du wurdest von Beholder-Agenten in einen Hinterhalt gelockt. Um den Hinterhalt zu entkommen, musst du den Weg eventuell freikämpfen. Eventuell. Blauer Bluthund. Wir hätten schutzig werden sollen, als Taipan uns die Information über Windjammer Logistics auf dem Präsentierteller serviert hat. Er hat uns an Beholder-Lakaien verraten und unser Team wurde an dem von Taipan offenbarten Ort in einen Hinterhalt gelockt. Dieser Mistkerl wird dafür büßen, sobald wir unsere Leute aus dieser brenzligen Lage gerettet haben. Heads up, we've got unknown hostiles coming in from all directions. It was a trap. I'm gonna skin that bastard alive. Later, mate. Let's focus on getting everyone out first. Okay, das kostet einen Aktionspunkt, diese Rauchgranate. Und der Radius ist ja auch einigermaßen gut. Die Sichtlinien blockiert. I'm here. So, schauen wir mal. Er sieht nur die Dame. Ich denke, dann können wir es auch riskieren, die auszuschalten. Der Typ ist relativ wachsam, den machen wir nicht genug Schaden. Das Ziel flankiert wird. Ja, das ist ja der Fall, ne? Aber ich überlege halt gerade, ob ich jetzt eine Rauchgranate schmeiße. What can I do for you? Ich schmeiß eine Rauchgranate. I'm here. Lay it on me. Irgendwie nicht irgendwie in Deckung gehen oder sowas, ne? Nee. Also ich habe eine Idee, wir können ja einfach stürmen. Vielleicht klappt das ja, bevor die Verstärkung kommt. Und jetzt würde ich den sogar noch bewusstlos schlagen und mitnehmen, einpacken. Wäre mir tatsächlich am liebsten.
What's cooking? I'm all ears. What the? Nee, klappt wohl nicht. I'm all ears. Ich glaube, das ist beides gleich weit weg. Let's cook it. Lay it on. Boah, stell dir mal vor, du steckst ja irgendwelche. Tatsächlich welche hin ohne Ausrüstung. Katastrophe. Kannst wahrscheinlich nur weglaufen. Ah, den Typen nehmen wir mit. How stupid is Taipan anyway? Did he think the ground team was alone? I think he might be underestimating the situation. But he did call us out on the Glasgow job. You think he's working for Beholder? Well, if he wasn't before, he sure is now. Need anything? Komm, lauf einfach, Sexes. Oh!
Need anything? Der sieht mich noch? Boah, die kommen von allen Seiten, ey, ohne Witz. Ich denke, es wird gleich, dass ich gleich neu starten darf. Okay. Scheiße, Katze hat keine Wachsamkeit mehr. Oh, ich hätte den echt gern mitgenommen, den Agenten, ne? Ohne Witz. Need anything? Your wish is my command. Thank you.
Need anything? Kommen wir da gar nicht rechtzeitig hin? Nö, da komme ich gar nicht hin. Cool. Well, hello. Huh? I'm here. Luftangriff in 3 Runden, nice. Lay it on me. Yeah. Schau mir auf keinen Fall. I'm here. Evakuierung ist kompromittiert, das heißt, wir werden sowieso abgeknallt. Nice. Sehr gut. Let's cook it. So, er kann sich eh nicht bewegen. Ja, vergiss es, das wird nichts mehr. I'm here. Ja, gleich ins Gebäude gehen hier unten und dann zusehen, dass wir da reinlaufen. Alle Mann. Ich glaube, eine andere Chance haben wir nicht. Wieso kommt er denn nicht so weit? Ich verstehe das nicht. If that makes you happy. Ja, alle, die draußen stehen, kriegen Schaden. Nice. Luftrakete, okay. Das ist ja in Ordnung. Beziehungsweise nicht, weil unser Heli dann abgeschossen wird. Oh, das möchte ich mal sehen. Ich denke, eine Luftrakete schießt aus der Luft in die Luft. Cooking.
makes you happy. Need anything? Oh, ich lach mich kaputt, ey. Ob ich da gleich mal hinkomme. Scheiße. Overwatch established. Das ist natürlich Müll jetzt, ne? Need anything? Nee, sonst kann ich auch nichts machen. I'm here. Er hat auch nichts mehr im Petto, ne? Eine Splittergranate. Guck mal, was plus 30 bedeutet bei Evakuierung kompromittiert. Need anything? Katastrophe. Oh, doof, dass ich nicht durch das Tor rauskam und ich nochmal oben zulaufen musste. Positiver Nebeneffekt, wir konnten den Agent tatsächlich gefangen nehmen, der dann sich mit uns getroffen hat. Und ja, der bekommt eine Gehirnwäsche. Ich glaube, dem geben wir mal eine Gehirnwäsche. Probieren das mal aus. Ich denke, das wird eine gute Sache sein. Tapfer. Again, tapfer. You're dead meat, Taipan. Oh dear. You think I'm behind that ambush? Why would I do such a thing? Because you have a death wish. Wish granted, asshole. So angry. It's bad for your blood pressure, my friend.
Can't we talk this out? Watch him 24/7 and dig up everything you can. We'll dismantle his little empire, piece by piece. On it. Das schauen wir uns am nächsten Mal an.